Einen wunderschönen guten Morgen hier von der Hohe Mut. Ich bin der Manuel Ribis, heute das erste Mal unterwegs in dieser Wintersaison in quasi geheimer Mission für Österl TV. Ich bin hier herum auf der Hohen Mut und das Ziel der heutigen Fahrt wird sein, die Schönwieshütte. Da gibt es zwei Möglichkeiten, das Ganze zu machen. Erstens einmal über die klassische Tiefschneeabfahrt über die Mut Süd. Nur zu befahren, natürlich mit entsprechender Ausrichtung, am besten mit einem örtlichen Guide. Habe ich nicht dabei, deswegen fahren wir Richtung Piste und dann mit dem Skido hinein zur Schönwieshütte. Ferdl, danke fürs Holen. Gerne. Vielen Dank, das ist cool, noch mit den Ski da hinzuziehen. Ich gehöre ja zur Gattung des gemeinen Faulpelzes. Danke vielmals nochmal. Du, wie funktioniert denn das da überhaupt da mit der Schönwieshütte da? Wo bist du da überhaupt? Erklär uns einmal bitte was. Also wir sind da am Eingang vom Rotmoostal, ein bisschen abgelegen, volle Pisten. Deswegen auch der Skidoo-Transport, wie du heute schon super mitgemacht hast. Also bei mir fahren die Leute am Steinmann draußen an der Bergstation zum Schild hin, rufen mich an und dann holen wir sie mit dem Skidoo. Da können wir bis zu 12, 14 Leute hinten dranhängen am Bergführersaal und dann ziehen wir sie rein und das ist für die meisten eine richtige Gaudi. Super, ich habe selber schon ein bisschen lange Arme bekommen, also das funktioniert, das ist machbar. Die Schönwieshütte hat ja eine längere Geschichte, erklären Sie mal bitte ganz kurz einmal von der Vergangenheit bis jetzt einmal, was an dem Platz so passiert ist. Ja, die Schönwieshütte ist früher ja schon ganz lange da gestanden, war eine richtig urige Steinhütte, also richtig wie sie früher gewesen sein und gehört ja im Skiclub. Und der Skiclub hat die vor 3 Jahren perfekt umgebaut und modernisiert. Also jetzt haben wir da echt eine topmoderne Hütte mit einer lässigen Architektur. Jetzt haben wir viel Glas, wo man die Gegend sieht. Aber innen drin haben wir noch viel Holz und die Leute sagen einfach, das ist immer noch gemütlich, trotz der großen Glasscheiben und nur, dass es ein Werk moderner war nicht. Jawohl, genau so ist es nämlich. Und neue Küche, die gehen wir jetzt gerne ausprobieren. Was empfiehlt der Hüttenwirt? Also bei mir, Tati, wenn du jetzt einmal da bist, Tati, sagen, du isst zuerst einmal eine Currysuppe, weil du es nicht überall kriegst. Dann kannst du gerne etwas Herzhaftes, ein paar Hirtenmakaroni oder etwas und als Dessert unsere Spezialität im Blaubergkaiserschmarrn. So machen wir es. Danke, Ferdl. Gerne, Manu. Und geht dahin. Passt. Hervorragend gut gegessen auf der Schönwieshütte, einen wunderbaren Moosbergschmarrn. Und jetzt werden wir schauen, dass wir da das alles ein bisschen wieder abfahren. Und ich bin weg. Bis zum nächsten Mal. Danke, Manuel.